Powerspiel 4. Bauen Sie mit Hütchen und zwei Kleinfeldtoren ein Spielfeld von 30 x 15 Meter auf. Zusätzlich wird seitlich neben dem Spielfeld ein kleines Zieltor und mit zwei Hütchen eine Technikstation aufgestellt. Legen Sie dort ein paar Bälle bereit. Im Feld wird 3 gegen 3 mit zwei Torhütern oder mit letzter Mann gespielt. Der Spieler, der ein Tor erzielt, muss das Spiel kurz verlassen und an der Technikstation eine Aufgabe erfüllen. Dieser Spieler soll dreimal den Trick Ziehen vorlegen mit anschließendem Zielpass ausführen. Er muss von den 3 Bällen mindestens 2 Pässe erfolgreich spielen, erst dann darf er wieder ins Feld. Das heißt, er muss unter Druck eine Technikaufgabe möglichst sauber erfüllen. So lange muss sein Team in Unterzahl spielen. In der Defensive entsteht so ein 2 gegen 3, was für das Schulen des gegenseitigen Coachens und für die Grundzüge der Raumdeckung eine gute Spielform ist. Und natürlich wird auch ein hoher Anspruch an die körperliche Leistungsfähigkeit gestellt. Spielen Sie 4 Durchgänge zu je 4 Minuten mit jeweils 2 Minuten Pause zwischen den Durchgängen. So trainieren Sie ein intensives Intervall und ganz nebenbei macht die Spielform extrem viel Spaß. Nun muss der Torschütze eine athletische Übung durchführen. In unserem Fall muss er 10 Sit-Ups mit Ballablage auf den Füßen bewältigen. Aus dieser Bewegung heraus wirft er mit einem liegenden Einwurf den Ball ins Zieltor, ehe er wieder am Spiel teilnehmen darf.